dem Kanal hier. Ich habe jetzt hier einen neuen Prozessor eingebaut in der virtuellen Maschine, aber ich muss jetzt hier erstmal ihm sagen, dass ich wieder andere Hardware drin habe. Ich habe es zwar eigentlich schon eingestellt, aber der möchte nicht hören, der Mann. Ich glaube, wie viel ist das, was ich gemerkt habe? Alles okay. Das nicht. Können wir auch so lassen. Warte mal eben. Dieser PNP. Da ich hier die NE2000 kompatible Karte drin habe, in dem Slot lasse ich jetzt mal so. Wir haben jetzt ein waschechtes Mandrake 9.0. Das ist das erste Mandrake, mit dem ich auch im realen Leben zu tun bekommen habe. Das war mein erstes Mandrake damals. Ich glaube damals... Mal gucken. Er greift jetzt aber... Ja doch, von der CD greift er jetzt zu. Das war damals das erste Mandrake, was ich zu Gesicht bekommen habe. Ich glaube, das lag damals bei einer Zeitschrift bei. Ich habe keine Ahnung mehr welche. Ja, 2002. So sieht das genau. Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Das war der letzte Mandrake. Danach hat sich das Ganze in Mandriva umbenannt. So, mal gucken. Jetzt haben wir ein AMD K... 6300 Prozessor drin. Sonst alles identisch, Arbeitsspeicher identisch, die Platte ist dieselbe. Jo. Gucken, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück mit der 9.0er Version. Sieht auch schon wieder gleich aus, außer mit dem Unterschied, dass wir jetzt eine Armbanduhr haben und das ist auch schon wieder ein bisschen anders. Farbe stimmt, warte mal eben. Wir haben jetzt hier Untermenüs drin bei den Auswahlmöglichkeiten. Germany, okay. Lizenz, okay. Zurückweisen, nein, wir lesen es aber alles ganz schnell durch und akzeptieren. So. Wie es die braven Leute machen. Bitte wählen Sie folgende Stationen. Installation, nur Pakete installieren, Aktualisierung. Wir haben eine Installation und ich mache empfehlenswert. So, komm, husch. Das ist jetzt ein bisschen anders als die Mandrake 7 Installation Deutschland ohne Vereinigte Staaten von Amerika. Nein, wir sind immer noch in Deutschland. Tastaturtyp. Doch gesagt Deutsch, was willst du mit Albanien, hör mal. Wenn ich sage Germany, dann Germany. Was möchte er jetzt von mir haben? Griechenland? Nein. Ich habe doch gerade auf OK geklickt, oder? Habe ich jetzt auf einfach gemacht? Das habe ich jetzt geklickt. So. Deutschland und OK. Ich hoffe, nimmt jetzt nicht Albanien. Das wird jetzt auch noch. Eieieiei. Da habe ich ja keine Ahnung, wie da die Tastaturbelegung ist. Was nehmen wir denn? Komplette Platte löschen von Texten. Wir nehmen die verwendeten. Boot, Root. Bitte formatieren, wenn es geht.
Was mir jetzt noch fehlt, ist hier, dass hier die Uhr anfängt hier zu drehen. So, okay, die sind ausgewählt, dann fangen wir an. Das ging ja schnell mit dem Formatieren. Und wie gesagt, diesen einen Fehler, den wir da hatten mit diesen Dateien, dass die bei Mandrake 7 nicht geladen werden konnten, den hatte ich schon mal gehabt. Da war dann der Prozessor so schnell gewesen. Nun ist es Zeit, sich zu entscheiden, welches Programm Sie auf dem Rechner haben wollen. Aber wir nehmen einfach wieder alles einmal. Und ich habe übrigens, ich habe jetzt ein 52-fach CD-ROM-Laufwerk hier virtuell eingebaut. Das kannst du auch noch auswählen. Vorher hatten wir ein 24-fach gehabt. Ich hätte theoretisch sogar noch ein 72-fach auswählen können. So, was machst du jetzt? Bist du jetzt abgekickt? Nee, er formatiert noch, sagt er hier. Da. Wie gesagt, leider kann man bei diesem PCM hier in der Version 1.6 oder 16 nicht sehen, ob irgendwelche Zugriffe auf Festplatte erfolgen. Da wirst du im Regen stehen gelassen, leider. Das wäre auch geil, wenn so emulierte Geräusche reinkommen würden, wie mittlerweile es beim C64-Emulator gibt, die beim Weiß. Dass du dann hier emulierte Laufwerksgeräusche vom CD-ROM und auch von der Festplatte kriegst. Ich würde ja mal so gern wieder live mal eine alte MFM-Platte hören. Vom Typ Seagate, ja, man glaubt es kaum. So, was haben wir denn hier? Büro, Arbeitsplatz, Server, Web, FTP lassen wir mal weg. Mail Group, News lassen wir auch mal weg. Aber hier Spielestation, hör mal, das nehmen wir mit. Multimedia-Rechner, komm, machen wir auch mal. Netzwerkcomputer, Client nehmen wir auch mal mit, weil wir müssen immer noch gucken, dass wir hier uns ins Netzwerk einwählen. Netzwerkserver lassen wir mal weg. Konsolenwerkzeuge nehmen wir mal mit. Also wie gesagt, Konsole ist mit, damit ist jetzt nicht die PlayStation gemeint, sondern die Eingabeforderung. Was haben wir hier? LSB. Linux Standard Base, Drittanbieterunterstützung. Brauchen wir das? Bin ich jetzt echt überfragt aus dem Zeitraum. Mail, Gruppe, News. Brauchen wir eigentlich nicht. Firewall geht wieder. Aber die Frage ist, wenn ich das jetzt nicht hier mitnehme, machen wir doch mal, weil nicht, dass da irgendwas dabei ist, was wir brauchen, um ins Internet zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Genommen wir andere grafische Oberflächen. Gesamtgröße. Wir sind schon über. Okay. Größer als die Root-Partition? Oder was bedeutet das jetzt? Warte mal. Ich glaube, das sagt er uns gleich, oder? Okay. Ah nee, das ist das. Okay, Internetrechner, das habe ich nicht gesehen. Das ist er. Fuck.
Dann machen wir so. Das ist mal Gnoma weg. Na stimmt, ja, ist ja noch die Aufteilung von Mandrake 7. Hätte ich jetzt auch machen können, sagen können, hier partitionieren mal für dich neu. Aber ist ja wie gesagt nur eine virtuelle Maschine, nur mal kurz zum Test mal reingucken. So, wie lange braucht er jetzt? Wir brauchen ewig und 3 Tage. Schätzung ist ausgefallen. Naja, ich würde sagen, lassen wir das Ding mal laufen. Ich mach's für euch mal wieder in schneller Geschwindigkeit, damit ihr nichts versäumt. Und ich bin auch mal eben weg. Also bis später. Bitte legen Sie die CD2 ins Laufwerk ein. Ich sage, machen wir mal. So. Ist schon gut, Windows 10. Okay. Und bis gleich in 9 Minuten. We'll be right back.
Buh! So, er möchte die nächste CD haben. Gucken wir mal eben. International, sagt er. Das wird dann wohl die hier sein, hier mit L18N. Ihr neues Mandroid Linux-System wird installiert. Bitte haben Sie Geduld. Hat vielleicht von mir Warning. Wie carefully höre ich gerade. So, wenn so carefully höre, ich bin schon fertig. So, akzeptieren. Jetzt möchte der Commercial Disk haben, okay. Hi Mr. DJ, sag ich da nur. Jetzt werden wir zum Disc Jockey. Jetzt die Frage. Ist das die CD hier? Ich glaube, ich habe die richtige CD gefunden. Guck mal, da war sogar ein Star Office dabei. Und davon ist ja die kostenlose Variante dann OpenOffice gewesen, beziehungsweise jetzt ja LibreOffice. Star Office, ja, von Sun in dem Fall. Die sind ja vorher Star Division gewesen, deutsche Firma. Die sind dann von Sun aufgekauft worden. Und mit dem Starwriter, mit dem Texthaltungsprogramm, haben wir damals in der Schule, was war das gewesen, Gesamtschule, haben wir den Namen im Informatikunterricht gehabt. Erst Starwriter 5, dann 5.5, ich glaube 6 und 7, auch nochmal irgendwie so was um den Dreh rum. Alles noch zu DOS-Zeiten. Jetzt klingelt das Telefon. Heute lassen wir uns mal unbeeindruckt von. Wo war ich stehen geblieben? Starwriter, genau, in der Schule. Und das, wie gesagt, jetzt LibreOffice benutze ich ja den Writer. Und das ist dann quasi der Urenkel. Oder ganz viele Uhr. Warte mal, 40 Sekunden haben wir noch. Dann müssten wir durch sein. Sekunden. Oder er möchte die nächste Kette haben. Das kann auch sein. Bitte warten. Einstellung für Nachtinstallationen werden vorbereitet. Okay. Delelli. Uiuiui. Ein neues Mandroid Linux-System wird nun installiert. Ich weiß gar nicht. Habe ich es damals geschafft, ins Internet zu kommen mit dem Teil? Auf dem richtigen Rechner damals? Ich habe keine Ahnung. Oh, Root-Passwort. Linux am Benutzersystem, das ist klar. Das bedeutet konkret, jedes Benutzerkennzeichen hat eigene Präferenzen. Grafische Umgebung hast du nicht gesehen. Ja, Mike, Passwort. Symbol kannst du dir auch schon aussuchen, brauchen wir nicht. Wir machen jetzt einmal fertig. Zack. Ich kann GNU Linux so einrichten, dass beim System schon automatisch Benutzer angemeldet wird. Wollen Sie davon Gebrauch machen? Von mir aus, aber was haben wir denn hier? Window Maker, IceVM. Tja, das waren noch die Zeiten, als mehrere Desktop Manager dabei waren.
die Eis-WM oder die andere WM diesen Windows 95 nachempfunden. Netzwerkkonfiguration automatische Erkennung benutzen. Dann machen wir doch mal. Erkenne meine ND 2000 kompatible Netzwerkkarte. Ich wollte Grafikkarte sagen. Normale Modemverbindung. Nein. ADSL hatte der auch schon gehabt. Ja, okay. Aber bitte gib mich LAN. Okay, NE 2000 hätte ich gerne. Egal welche Farbe. Via Rhein Waveland. Jetzt sag mir nicht, den kennst du nicht mehr. Pegasus 2 USB Ethernet Driver. NE 2000, da haben wir sie doch. Ja, komm, mach automatisch. Schlug schon wieder fehl, willst du mich verarschen? So, warte mal, was hat er denn jetzt hier? IO durch Kommas getrennte Nummern. Denken Sie an, dass Adressen mit 0x beginnen müssen. Etwa 0x, okay. Durch Kommas getrennte Nummer. Gut. 0x300 7 0,7 war das gewesen, ne? Ich habe keine Ahnung, was Bett ist. Machen wir später, Peter. Wer braucht schon Netzwerk? Seriell Tastenmaus Deutsch Berlin. Kein Drucker, Soundkarte hätten wir eine theoretisch. Müsste eine ISA sein, Soundblaster 16. Zumindest laut dem Emulator hier. Starten Sie Soundkonfig nach der Installation, okay. Willkommen im Netzwerkkonfig. Das hat man gerade schon mal gehabt. Da bewegen wir uns etwa im Kreis, mein Freund. Komm, Abbruch. Ja, keine Netzwerkkarte gefunden. Wenn es geht, möchte ich keine Netzwerkkarte installieren. Jetzt eben. Abbruch, komm. Hauptsache Netzwerk konfigurieren wird grün angezeigt, weißt du? Betriebssystemstarter, okay. So nennt sich das hier. Damals noch Lilo. Also ich meine, ich habe damals, das können wir so lassen, ich meine, ich habe damals das Netzwerk am richtigen Rechner auch nicht zum Laufen gekriegt. Der X-Früh-86 Server, oh Gottchen. Stimmt ja, der war ja damals aktuell gewesen. Versuchen wir mal. Kann Support okay.
Dann gehen wir zurück auf 16 Bit. Okay, dann kann auch sein, dass er nur 256 Farben kann. Die Grafikkarte, die hier verbaut ist. Würde mich nicht wundern. It's not supported for native. Aber die ATI macht 64 Dateien kann, das ist gut. Na, wenn das eine mit 2 Megabyte Arbeitsspeicher ist oder 1 MB. Ich habe keine Ahnung, wie viel MB die hat. Also weiter runter kann ich jetzt nicht gehen. Okay. Jetzt haben wir einen Black Screen of Death. Hallo? Nächster Schritt ist, wir versuchen das mal auf richtige Hardware zu installieren. Hallo? Ich glaube, wir haben den Rechner gekillt, aber... Hallo? Also den virtuellen. Ich möchte jetzt keinen Neustart machen, weil wegen Lilo ist noch nicht geschrieben worden. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Der ist doch schon geschrieben worden. Jetzt bin ich überrascht, aber. Mendrick Linux 9, tatsächlich. Okay. Ja, was noch clearly unmounted, das stimmt schon. Auch die Meldung, die hab ich vermisst, die mit den Checks. Dann immer irgendwie, keine Ahnung, nach so und so viel Booten, dass er automatisch dann die Festplatte checkt beim Starten. Was haben wir denn jetzt hier für ein Dateisystem? X2 oder schon X3? Das weiß ich nicht. Finden der Modulabhängigkeiten. Na komm. Dann finde mal schneller. Husch, husch. Lost und found. Not found. Created. Okay. Jetzt kontrolliert er weiter. Was kontrolliert er? Okay, jetzt ist 7. Das ist die Home Partition. HDR5 wäre Root Partition gewesen. Na komm, so viele Daten sind da nicht drin, hör mal. Auf der Home Partition. Lost plus found, not found. Achso. Jetzt verstehe ich das. Er legt das Verzeichnis Lost. Das heißt so, Lost plus found. So heißt das Verzeichnis und da sagt er, er hat Lost plus Found nicht gefunden und deswegen erstellt das. Erstellen eine Mozilla-Datenbank. Hä? Welcher Mozilla-Datenbank? Ah.
Jetzt bin ich mal gespannt. Netzwerkparameter kannst du sein lassen. Wir haben kein Netzwerk. So, ich hoffe jetzt, dass die Libraries, die wir unter, ich wollte schon Debian sagen, die unter Mendrick 7 nicht funktioniert haben, ich hoffe, die funktionieren jetzt. Ich habe mal ein kleines Problem. Localhost Login. Dolphin. Das war ein Pferd. So, ich habe keine Ahnung, ob er jetzt noch hochfährt. Ob er statt X jetzt. Aber ich melde mich mal als Root an. Ich versuche es zumindest. Mal gucken, ob das jetzt geht. LinuxConf, so hieß das Programm. Man sollte auch LinuxConf richtig schreiben. Nee. Ah. LinuxConf. Wie jetzt? Na, ich weiß, es gab ein Programm, was mit Conf an. MC gibt es auch nicht. Root, localhost, root. Was gibt's denn überhaupt? Ein PC-Speaker, der läuft. Geil. Was mache ich gerade? Warum läuft MC nicht? Hallo? Gucken, ob statt X läuft. Ich sehe gerade, der Prozessor ist zu 100% ausgelastet. Kennen Sie einen Satz mit X? Das war ja wohl nix. Oh. Ohne meinen Norton-Code habe ich nicht aufgeschmissen, aber. Fuck. Ich meine, das war LinuxConf gewesen. Sag mal, kennt überhaupt einen Befehl? Ja, kennt er, okay. Ja, ist ja schon gut, Leute. Gucken, kennt er LSPCI schon? Kennt er. ATI-Karte ist eine PCI-Karte, okay, das wollte ich nur wissen. Gibt es LSISA? Ich glaube nicht, ne? Nee. Kennen Sie einen Satz mit X? Das war ja wohl nix. Ich glaube, NetConf gibt es, ne? Gibt es überhaupt mal was mit Conf? Ich bin da schon ein bisschen raus aus Reddit. Hauptsache Netz, das geht. Oh Gott. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Schluss, ein bisschen Pause. Ja, das waren so die alten Linux-Versionen. Ich habe es erst mit Debian Woody zum Laufen gekriegt, richtig. Aber ich meine, ich hätte auch mal Mendwick 9 am Laufen gehabt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber mit Mendwick 9, das war eines meiner ersten Linux-Erfahrungen gewesen.
Na, guck mal gleich mal Suse 5.3 an. Und mit Suse 5.3, da habe ich nie eine grafische Oberfläche hingekriegt. Da saß ich genauso davor wie jetzt hier. Nur bei Suse hast du noch Jast gehabt. Warte mal. Sachs, nein. Duake. Hatte nicht vorhin irgendwas von Duake erzählt? Duake Firewall. Durak Boot. Warte mal, kann sein, dass das die Konf ist, die ich suche. Ja! Sieht doch schon genauso aus wie das, was ich gesucht habe. Drakonf war es gewesen. Ich wusste noch irgendwas mit Konf. Stimmt, Mendwick, ja. Und bei Redhead war es, glaube ich, Redkonf und so weiter gewesen. Ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Weil nämlich dieses Menü haben die von Reddit übernommen. Wie gesagt, Mendwick ist ja auf Reddit basierend. Warte mal, da können wir mal ein paar Sachen gucken. Display-Konfiguration. Hallo? Ich glaube, Display ist hier ein. Oh. Ist hier ein Thema immer. So ist die richtige Maus. Ne, ist die falsche Maus. Warum ist die rot? Der Rechner ist doch aus. Warum ist. Ja, weil der Rechner auch. Der jetzt aus ist, weil da die USB-Ports auch an sind, wenn der Rechner aus ist. Okay. Deswegen verwirrt mich das dauernd. Ha! Lol! Also nochmal ein Hard Reset. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich gleich euch mal ein bisschen größer machen. Warte mal so. Komm. Das ist jetzt ein Anliegen. Warte mal, jetzt ist er schon wieder zu groß. Ich habe doch gerade erst richtig gemacht. Warte mal. Na, mal so, lassen wir es so, so. Drücken Sie I, um den interaktiven Modus zu starten. Da habe ich keine Ahnung, habe ich nie gemacht. Auch nicht bei Reddit. Running DevFS. Ja, komm. Dann ran mal. Betriebssystem Start. Bitte warten. Dum 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 dum. Ich glaube, wir haben das System kaputt gekriegt. Warte mal, ich hätte müssen warten sollen, okay. System PSDF Shutdown unclear. Natürlich. Uncleanly. Das war ich. So, ich will nur mal zeigen, was passiert, wenn man das System einfach ausschaltet. Stimmt, ich wollte ja gucken, was ist das jetzt? Sind das jetzt X2, X3? X4 wird es noch nicht sein. Aber ich meine, 2002 war, glaube ich, so X2. Da haben die gerade so angefangen, auf X3 umzusteigen. Jetzt kommen die Modulabhängigkeiten und danach geht dann HDR 7 weiter. In Node E-Blocks ist 64, Schuld B40 fixed. Naja. Dum 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 dum. Powerpack Edition 9.0 Complete Personal Linux Solution Desktop Environments KDE3 und GNOME 2 Office Tasks Internet Technology Multimedia Personal Firewall Sun Star Office 6.0.
Included Support, 60 Days Via Web, 7 CDs, 2 Manuals, Best Buy. $69. Ich guck mal gerade mal hier die JPGs an, Front und Rear. Während er hochfährt. Beweep, Star of the Sun. Alles drin. Einmal hin, alles drin. Ne? Zufallszahlengenerator. Ja. So, ich würde sagen, ich mache danach auch Schluss einmal, weil die Hitze hier oben, die macht mir zu schaffen, wie ihr merkt. Oh Gott. So, nochmal. Jetzt wird wieder geroutet, haben wir hier. Root. So, Dwayconf. Ich glaube, ich habe ein E vergessen, kann das sein? Ne, habe ich nicht. So, jetzt lassen wir einfach mal das Display weg und versuchen mal eben das Internet zum Laufen zu kriegen. Oder ich versuche am besten mal gar nichts mehr zum Laufen zu kriegen. Ich werde weich. Oh, da tut sich was. Sie sind momentan nicht mit dem Internet verbunden. Das ist richtig. Sie können Ihre Internetverbindung neu konfigurieren. Jawohl. Komm, mach mal die Autoerkennung. Expertenmodus können wir gleich machen. Oh Mann. Sehr viele Erinnerungen werden da wieder wach. Sehr viele Erinnerungen. Ich glaube, ich habe das damals auch nicht hingekriegt. Ich erinnere mich wieder. Schön. NE. Eine NE-PCI haben wir ja nicht. Wir haben nur die hier. So. Automatische Erkennung. Laden von Modul schlägt fehl. Wollen Sie es? Ja, andere Parameter. Ach, jetzt geht das wieder los. Warte mal eben. Denken Sie daran, dass Adressen mit ...,0x beginnen müssen, etwa. Zufällig ist die auch darunter zu finden. So, wie gebe ich das jetzt mit ERQ ein? Auch mit Komma, Komma? Durch Kommas getrennte Nummern. Okay, ich mach's auch mal so. 7. Nein, das war 10 hier in dem Fall. Ich habe keine Ahnung, was Bett ist. Was hat er im Hintergrund gesagt? Das würde ich jetzt gerne mal sehen wollen tun. Erase is delete. Kill is control U. Interrupt is control. Komm, wir versuchen mal die grafische Oberfläche. Also Internet habe ich damals auch nicht hingekriegt. Ich erinnere mich. Mauskonfiguration brauchen wir nicht. Service brauchen wir auch nicht. So, wir versuchen mal Display. Aber diesmal warten wir ein bisschen. So. Aber ich glaube, so frustriert saß ich damals auch davor. Mit Red Hat hatte ich so nicht die Probleme gehabt. Mit Mendwick ja, warum auch immer. SUSE 5.3, wie gesagt, auch Probleme gehabt. Da saß ich noch verzweifelter als hier davor, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts über Linux wusste. Ach, guck mal.
Ach, Hersteller, ich habe jetzt höllisch gelesen. Ich würde sagen, den lassen wir mal, wa? Die lassen wir auch mal, aber diesmal X-Free 336. Ja, genau. Welche nehmen wir denn da jetzt? Ne, 800 mal 600. Ach, nee, Leute. Wir versuchen die nochmal. Ja. Diesmal warten wir etwas. Dumm. Oder kann es sein, dass wir doch 800 mal 600... Okay, er hat Neustart gemacht. Okay. Wer bist du denn? Hallo Marienkäfer. Bist aber schnell unterwegs, du. Bist du mir gerade aus der Linux-Installation gepöppt oder was? Aber wie gesagt, das waren die alten Linux-Versionen. Und mit Red Hat habe ich nie eine grafische Oberfläche hingekriegt. Habe ich auch nie gemacht. Da habe ich nur mit der Konsole gearbeitet. Oh, ich habe auch alle Befehle von Red Hat vergessen, muss ich ehrlich gestehen. So, Red Hat hatte ich ja auch von 7.0 bis 9.0. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Das Problem ist mit den ganzen Distributionen, die haben alle andere Werkzeuge. Ne? Während du hier bei Mandrake hier Wayconf hast und bei Red Hat, ich glaube Redconf nennt sich das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du bei Debian andere Sachen, bei SUSE hast du Yast und so weiter und so fort. Und da ich, wie gesagt, jetzt... Nachdem Red Hat auf Fedora umgestellt hatte, also die Community-Version, bin ich zu Debian gewechselt. Und seitdem habe ich nur noch Debian drin. Und das war damals, was ich dann am meisten von Linux gesehen habe, immer die Oberfläche hier. Gott, wie installiert man da noch was nach? Aber mit RPM irgendwie? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für das Video. Ich überlege mir gerade, dass wir mal wirklich den 166er lassen wir mal stecken. Der hat auch zu wenig Arbeitsspeicher. Der hat zwar 64 MB Arbeitsspeicher, aber ich weiß nicht, ob das reicht für die grafische Oberfläche, für die Textverarbeitung hier. Ach, Textverarbeitung. Für das Terminal reicht's. Und ich würde dann eher dann mit dem Pentium 3 450 anrücken, mit dem Vectra. Dann kann er auch sagen, hey, ich sehe was anderes außer Windows 98. Ja, du siehst, das macht er dauernd, ich weiß nicht, ich glaube X2 oder X3, obwohl er sagt ja nichts mit Journal. Dann müsste es noch extra X2 sein, weil der Unterschied zwischen X2 und X3 ist. Der einzige Unterschied, soweit ich weiß, ist, dass X3 ein Journal hat. Würde mich jetzt mal interessieren, aber. Sehr viele Erinnerungen werden da wieder wach. D
Die Rücktaste sendet Fragezeichen. Was? Wo? Was? Kam die Meldung damals auch immer? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Die Rücktaste. Gott im Himmel, ich werd weich. Haben wir If-Top? Nein, haben wir nicht. Haben wir A-Top? Nicht ATB, A-Top. Haben wir nicht. Haben wir H-Top? Haben wir auch nicht wahrscheinlich. Haben wir, wir haben den normalen Top, haben wir. Eieieiei. Gibt es hier schon CF-Disk? Gibt es. Wollte ich nur gucken. Ah ja, okay. Ilse X2 haben wir hier nur drauf. So, X2, das ist hier die... X2 sag ich schon. CF-Disk, das ist hier die etwas komfortablere Version von F-Disk. Also vom Linux-F-Disk, nicht vom DOS-F-Disk. Aber ähnelt dem DOS-F-Disk. Hilfe! Ich weiß gar nicht, gibt's das noch in den heutigen Distributionen? Müsste ich mal gucken, aber. Primäre, eine kleine 16 MB Boot-Partition. Root-Partition mit 1500 MB, der Rest hier. Das Schöne ist hier beim Typ, da kannst du dir anzeigen lassen, hier welche Typen Linux hier CF-Disk kann. US2 Boot Manager kennt er. Compact Diagnostik Partition kennt er. CPM kennt er. Ontrick auch. Novel Network kann er auch. Geil. Next Step, Darwin Boot, Solaris kann er, die Erdos, ja. Damit kannst du einige Partitionstypen hier anlegen hier und das geht noch weiter, sehe ich gerade mal hier, du Plan 9. Auch ein Betriebssystem. Das möchte ich mir auch demnächst mal angucken. Da habe ich auch schon mir diverse ISOs organisiert dafür. Linux ist NTFS, Linux Amoebia, sagt mir jetzt nichts. BSD kennen wir. ThinkPad Hibernation. Okay. BOS File System kann er. LaunchDep. Sehr viele Sachen, die er da erkennen kann. Bootbar löschen, Ende Typ. Du kannst damit den Typ auch ändern. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Das konnte man hiermit nämlich auch machen. Frag mich aber nicht mehr, wie das ging. Geh mal raus hier. Ja. Eins machen wir noch. Nochmal DwayConf. Ich möchte wenigstens die grafische Oberfläche hinkriegen. Aber zur Not kann man dann noch in der X-Free-Conf da rumhacken. Das habe ich damals auch gemacht. Als die Maus nicht erkannt wurde, die PS2-Maus, da musste ich da auch händisch aktiv werden. Oh, da sind alles Dinger. Habe ich die, sagen wir, als mal aufgeschrieben gehabt? Müsste ich irgendwo noch rumparken haben. Oh, ich erinnere mich. Also werden sehr viele Erinnerungen wach immer.
Das war schon ein Erfolgserlebnis, wenn du unter Linux damals die grafische Oberfläche zum Laufen gekriegt hattest. Ai, ai. So war das damals. Und beim Röhrenmonitor musst du ganz besonders aufpassen. Okay, hier haben wir kein Problem, weil hier ist ja alles hier virtuell. Aber damals, da musstest du genau wissen, jetzt hier, da durftest du nicht die falschen Daten eingeben. Sonst hast du ein Problem gehabt, weil Linux hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, da vielleicht schon, aber davor nicht geprüft, welchen Monitor du hattest und hat genau die Anweisung genommen, die dem gegeben hattest. Und wehe, dein Monitor hatte dann, konnte die Auflösung nicht oder die Herzzahl nicht. Dann hast du nur plötzlich gesehen, wie dann auf einmal ein weißer Punkt, wie das Bild klein wurde zum weißen Punkt und dann, wenn du nicht schnell genug den Ausschalter vom Monitor erwischt hattest, hat es dann gemacht. Tja, Linux war damals der Hardware-Killer gewesen. Generisch Flat Panel, hier Flachbildschirme, ja, die sind ja damals auch schon. Goldstar. Ja, da musstest du noch genau wissen, auch welchen Monitor du hattest. Gott, wie viele Monitore hat der denn hier drin? Ich gehe wieder nach oben immer. Wir haben ja was Generisches. Gottchen, leg die Kuh doch mal irgendwo hin. Goldstar. Haben wir noch einen Kompakt irgendwo rumparken? Nee, aber davon geht wie, okay. Versuchen wir es nochmal. Wir haben so einen Monitor hier. So, komm. Mein 17 Zoll Monitor zu der Zeit war so einer. Okay, Karte haben wir Mach 64. Aber du kannst mir jetzt noch nicht erzählen, dass die nur 800x600 kann. Komm, machen wir nur 800x600, damit er froh ist. So, wetten, jetzt kommt gleich die Meldung. Mu. Aber das Beste war damals gewesen, mein CT-ROM-Laufwerk wurde erkannt. Damals mein, was war das gewesen? David Spitorisan. So weit waren wir vorher noch nicht gewesen. Ich hätte nicht sagen sollen. Uiuiuiuiui. Ahi, Colonel Panik. Ahi, Killing Interrupt. Wenn ihr eine Colonel... So sieht eine Colonel Panik aus. Geil. Ahi. Warte mal. Ja, Colonel Panik. Ahi. Ich werde weich, ey. Unable to handle kernel paging request and middle address, okay. Das könnt ihr ja gar nicht sehen, immer sehe ich gerade. Okay. Aber hier unten, die vorletzte Reihe hier. Kernel Panik. Ai. Okay. Damit würde ich sagen, wir beenden das kleine Abenteuer Mendwick 9 unter einer virtuellen Maschine. Ich sage, ich überlege gerade, ob ich Mendwick auf dem Vectra VL starten soll. Ich glaube, das mache ich demnächst. Habe ich noch Rohlinge? Da muss ich eine CD nämlich brennen. Nicht nur eine CD. Da muss ich gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 CDs brennen.
Auch wenn ich eigentlich nur, auch wenn das nachher nicht funktionieren sollte. Überlege ich mir. Wenn einer fragen sollte, nein, ich habe keine wiederbeschreibbaren mehr. Ich habe wiederbeschreibbare DVD-Rohlinge, aber die nützen mir nichts im Vectra, weil da nämlich ein CD-Rumlaufwerk drin parkt. Gut, das war's dann. Ich sag mal, ich mache jetzt Schluss. Wir haben auch schon 1 Uhr nachts. Ich sag mal, danke fürs Zugucken. Und diese Kernel-Panik wurde Ihnen präsentiert von Mendwake 9.0. Ja. Sehe ich genauso. Also dann gedenken wir dem Kernel. Ich verabschiede mich und sage bye bye.